Hier ist das 8. Deutsche Fernsehen mit einer billigen Kopie der Tagesschau. Für Sie im Studio Rainer Blödsinn. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jerusalem. Der Streit um die Behandlung der Hirten spitzt sich weiter zu. Der Vorsitzende der Jerusalemer Weidevieh-Vereinigung, Frau Kuss-Petri, wirft den Hirten weiterhin vor, Schafe zu stehlen und sich auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern. Petri fordert nun, das Hirtenpack mit härteren Strafen zur Vernunft zu bringen. Außerdem müsste der Rest der Bevölkerung vor ihm geschützt werden. Rückenwind bekommt er durch den neu gewählten Vorsitzenden der Jerusalemer Abgrenzungs- und Grundsicherungsgesellschaft, Donald Trump. Dieser schlug vor, die Weidezäune vor den Städten zu erhöhen, sodass die Bevölkerung vor den Hirten geschützt sei. Bethlehem. Die von Kaiser Augustus angeforderte Volkszählung führt zu Engpässen bei den Übernachtungsmöglichkeiten. Besonders in Bethlehem, der Stadt von König David, sind keine Schlafplätze mehr verfügbar. Dieser Notstand zwingt die Anreisenden zu verzweifelten Mitteln. Eine junge Frau musste ihr Kind in einem Stall gebären, da sie aufgrund des Schlafplatzmangels keine andere Übernachtungsmöglichkeit finden konnte. Die junge Mutter wörtlich: Hauptsache Jesus Alessio, geht es gut. Rosenheim. Die diesjährige Dead by Daylight E-Sport Liga ist gestern zu Ende gegangen. Der Herausforderer, Professor Dr. Werner Blei, unterlag nur knapp dem Titelverteidiger, welcher in der letzten Runde durch eine Unachtsamkeit des Herausforderers das Spiel für sich entscheiden konnte. Professor Dr. Werner Blei sagte dazu nach der Niederlage: Wo sind die hergekommen? Soweit die Nachrichten des Tages. Nun das Wetter mit Ramsi Hartmann. Danke, Rainer. Nun zum Wetter für die kommende Woche. Kalt. Danke, Hansi. Das war eine billige Kopie der Tagesschau für heute. Guten Abend.